Mein Name ist Bernd Eifländer. Ich möchte Ihnen hier den Helpline 1.0 mit mobilem Empfänger vorstellen. Das Gerät wird eingesetzt in Arzt- und Physiotherapiepraxen sowie in Behörden mit Publikumsverkehr, aber natürlich auch in der häuslichen Pflege. Das Besondere an dem Gerät ist, dass es Ruftonmelodien hat, die keinen Stress auslösen, sondern angenehm alarmieren. Ein wichtiges Merkmal des Empfängers ist die Quittierungsfunktion, das heißt, dass der Ruf sich nicht von selbst abstellt, sondern von der Person, die den Ruf empfängt, abgestellt werden muss. Sie fragen sich vielleicht, warum das Gerät 4 Kanäle hat. Das hat damit zu tun, dass es ursprünglich konstruiert wurde für Arzt- und Physiotherapiepraxen, die damit 4 verschiedene Räume ausstatten können mit 4 verschiedenfarbigen Sendern. In der häuslichen Pflege werden Sie normalerweise nur den ersten oder den zweiten Kanal benutzen und das auch mit so einem Armbandsender, den man auch als Halsbandsender, als Umhängesender nutzen kann. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Funktionen des Gerätes. Sie haben hier die On-Off-Taste. Wenn Sie die On-Off-Taste einige Sekunden drücken, bis die grüne LED leuchtet, die Power-LED, und dann loslassen, dann blinkt das Gerät einige Male und dann ist es empfangsbereit. Sie sehen die Empfangsbereitschaft daran, dass diese Power-Taste in kurzen Abständen immer wieder aufblinkt. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät funktionsfähig ist und Sie keine Testanrufe machen müssen. Dann haben Sie hier die Volume-Taste. An der Volume-Taste können Sie die Lautstärke einstellen. Dazu drücken Sie die Taste, bis der erste Ton kommt und drücken dann die Taste so lange, bis Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben, warten eine Zeit lang und dann stellt sich der Ton ab und dieser Ton wird dann auch in der Lautstärke gespeichert. Einen Sender programmieren Sie, indem Sie den entsprechenden Kanal drücken, bis die LED leuchtet, die zu dem Kanal gehört. Und dann, während die LED rot leuchtet, den Sender gleichzeitig drücken. Dann blinkt die LED mehrmals und geht dann aus und dann ist der Sender programmiert. Löschen geht folgendermaßen, also Sender aus den Kanälen löschen, indem Sie zwei beliebige Kanäle drücken. Die LEDs fangen dann an zu blinken. Das dauert ungefähr 10 Sekunden, dann sind alle Sender gelöscht. Wenn Sie das Gerät bei uns kaufen, müssen Sie die Sender nicht programmieren. Die haben wir dann schon vor Versand für Sie eingestellt. Im Gerät befindet sich ein wiederaufladbarer Akku, der aufgeladen mindestens einen Tag halten sollte. Wenn Sie nach 2 Jahren merken, dass der Akku nur noch einen halben Tag oder 2 Stunden hält, dann ist der Akku defekt. Akkus sind Verschleißteile, wie die Bremsen am Auto, und müssen dann auch ausgetauscht werden. Aber solche Akkus können Sie bei uns bestellen oder auch in jedem Geschäft kaufen. Falls Sie vergessen haben sollten, das Gerät aufzuladen, warnt Sie das Gerät mit Piepen und Blinken und gibt Ihnen damit den Hinweis, dass es wieder geladen werden muss. In der häuslichen Pflege werden Sie wahrscheinlich diesen Sender eher verwenden wollen. Das ist ein Armbandsender, den Sie hier am Armgelenk anbringen können. Der Pflegebedürftige trägt ihn wie eine Uhr, er gewöhnt sich daran und im Falle eines Sturzes kommt er natürlich auch leicht an den Sender. Die Reichweite beträgt im Freien ungefähr 100 Meter und im Haus zwischen 20 und 30 Metern. Für das Gerät gibt es auch eine Gürteltasche, sodass Sie das Gerät im Haus und auch draußen mit sich tragen können. Bei Fragen können Sie uns gerne auf der Hotline anrufen.